So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge unserer Pokémon Schild und Schwert Videoreihe. Heute geht es um das Thema EVs. Und bevor wir uns den ganzen EV-Verteilungen etc. widmen, müssen wir erstmal verstehen, was sind EVs. Ja, Leute, EVs sind Punkte, die ihr eurem Pokémon immer geben könnt. Jedes Pokémon kann theoretisch bis zu 510 EV-Punkte verteilt bekommen. Dabei muss man aber beachten, dass ein Pokémon stets immer nur maximal 252 EV-Punkte auf einem Stat bekommen kann. Die EV-Punkte könnt ihr hier in dem Screen abchecken. In diesen Screen gelangt ihr über den Statusbericht und wenn ihr dann nochmal auf X klickt, ja, und also nicht das Gelbe, was ihr da seht, sondern das dahinter, dieses Blaue, sind die EV-Punkte. Und ihr seht, Angriff und Initiative haben diese kleinen Sternchen hinter. Das heißt, diese beiden Stats wurden ausgemaxt. Das heißt, ich habe sowohl auf Angriff als auch auf Initiative 252 EV-Punkte verteilt. Ja? So, EV-Punkte. Wie wirken die sich denn überhaupt auf die Stats aus? Grob genommen muss man sagen, auf Level 100 entsprechen 4 EV-Punkte immer einen Statuspunkt. Das heißt, bei 252 auf einen Stat können wir den Wert unseres Pokémons auf Level 100 um 64 pushen, ja? Ob ich jetzt zum Beispiel meinen Angriff maximiere oder meine KP, es sind immer 64 Punkte Unterschied, je nachdem, was davon ich dann jeweils immer maximiere. Auf Level 100 jeweils. Auf Level 50 sind es dann natürlich dementsprechend ein bisschen weniger. Das verteilt sich immer ein bisschen prozentual vom Level abhängig, ja? Aber grundsätzlich lässt sich dann halt sagen, auf Level 100 sind es tatsächlich 64 Statuspunkte. Ja, also 4 EV-Punkte sind dann halt ein Statuspunkt. Anyways, das sind halt die EV-Punkte. So, wie verteilt man EV-Punkte? Ja, das Simpelste, was man machen kann, ist Proteine kaufen. Proteine gibt es in Score City, ja. Proteine kann man sich dort im Pokémon Center kaufen. Ich habe euch auch schon diese Money Farm Methode erzählt oder von der ein Tutorial gemacht, wie man Easy Money bekommt. Es gibt jetzt noch eine 2.0 Version, die habt ihr wahrscheinlich bestimmt irgendwo schon aufgeschnappt. Aber ihr könnt immer noch die Gigantimax Mauzi Methode verwenden, die ist immer noch ziemlich gut. So, hier kann man sich nämlich Vitamine kaufen und zwar 1 KP Plus für 10.000, Protein für 10.000, Eisen, Calcium, Zink, Carbon, bla bla bla, eben. Alle für 10.000 und dazu muss gesagt werden, KP Plus erhöht beispielsweise die KP des Pokémons bzw. die EV-Punkte des Pokémons auf diesem Stat um 10. Ein KP Plus, was wir dann auf einem Pokémon benutzen, gibt diesem Pokémon also dementsprechend 10 EV-Punkte. Man müsste dementsprechend 26 mal ein Item benutzen für einen Set, um dann halt diesen Stat EV-Punkte mäßig zu maximieren. Alright? So. Das ist eine Methode, die man nutzen kann, die auch viele benutzen. Ich persönlich habe sie noch nicht benutzt, weil ich irgendwie keinen Bock habe, immer Geld zu farmen, weil sie dann halt sehr, sehr teuer ist. Man bräuchte dann theoretisch, um Stats zu maxen, 510 in EV-Punkte. Das wären 51 von diesen Items, dementsprechend ab 10.000. Ja, 510.000, was halt echt, ja, schon ein bisschen happig ist. Man bräuchte da also einmal einen kompletten Turnierdurchlauf, Minimum, manchmal sogar zwei. Was, wie gesagt, nicht ganz so empfehlenswert ist. Dann gibt es noch die Methode Nummer 2. Methode Nummer 2 ist ziemlich simpel. Methode Nummer 2 gibt es in dieser Form seit Gen 3. Und zwar, dass ihr das manuell auf die Pokémon drauf kriegt, ja? Manuell auf die Pokémon. Wie funktioniert das, Regi? Ganz einfach. Jedes Pokémon, ja, was ihr im Kampf besiegt, Wild oder Trainer, ja, aber was euch Erfahrungspunkte gibt, ganz wichtig, gibt den Pokémon, die Erfahrungspunkte durch dieses Pokémon erhalten haben, EV-Punkte. Welche EV-Punkte ihr erhaltet, kriegt ihr in-game leider nicht gesagt. Das ist ein bisschen blöd. Aber es gibt online ganz viele Pokédex-Seiten, Poké-Wikibisa-Fans, whatever, Serebi, Bulbapedia etc. Da könnt ihr das nachgucken, ja? Jedes Pokémon gibt halt irgendeinen EV-Punkt. Ein Micro beispielsweise gibt einen Initiativpunkt, wenn ihr es besiegt. Ein Raffel gibt einen HP-Punkt, etc. Und ich weiß nicht, dann gibt es halt so Pokémon, die dann halt in der zweiten Entwicklungsstufe sind. Die geben dann halt bis zu 3, ja? Es müssen aber nicht immer irgendwie 3-mal Angriff sein oder also 3 Angriffs-EVs, sondern oder 3 Initiativ-EVs, muss nicht sein. Manchmal ist es auch so, dass sie halt einfach 1-1-1 geben oder 2-1 von einem Stat jeweils. Und das ist halt irgendwie Pokémon-abhängig. Ja, ihr müsst euch also im Internet eine gute Liste raussuchen, welches Pokémon welche Stats gibt. So, ich kann euch empfehlen, Route 1 ist in diesem Spiel ziemlich gut, was die verschiedenen EV-Punkte-Platzierungen angeht und definitiv empfehlenswert. Ihr könnt die erhaltenen EV-Punkte tatsächlich nochmal
erhöhen, je nachdem, was ihr für ein Setup zum Beispiel fährt. Ganz, ganz bekannt sind folgende Items. Wo haben wir sie? Die Macht-Items, ja? Machtgewicht, Machtgurt, Machtkette, bla bla bla. Gibt's für jeden Stat, alright? Wie wirken die sich auf die Stats jeweils aus? Naja, ein Machtgewicht zum Beispiel erhöht die KP-EVs, die ein Pokémon nach dem Kampf erhält, um satte 8. Ja, das heißt, wenn wir ein Raffel besiegen beispielsweise, was an sich schon ein KP-EV gibt, und das Pokémon ein Machtgewicht trägt, ja, kriegt das Pokémon, was das Machtgewicht trägt, satte 1 EV-Punkt von Raphael und 8 weitere durch das Machtgewicht, ja. Und alle Macht-Items, so funktionieren die, geben immer 8 Extra-Punkte für ihren jeweiligen Stat, der dann halt ausgeschrieben ist in der Beschreibung. Heißt also, wenn ich ein einziges Raphael besiege mit einem Machtgewicht ausgerüstet, kriege ich 1 plus 8 EVs, was ziemlich gut ist. Aber das war's noch nicht. Es gibt noch mehr Modifier, ja? Kennt ihr den Pokerus? Den habt ihr bestimmt schon mal irgendwo aufgeschnappt oder gehört, ja? Pokerus, unter der Kamera seht ihr das, dieses Icon da unten. Das ist der Pokerus. Der Pokerus ist sehr, sehr selten, wenn ihr den selber bekommen könnt. Ich glaube, der hat immer noch Full Odds von damals, also 1 zu 8192. Wenn ihr den selber bekommen wollt, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber der Pokerus ist verbreitbar, ja? Ihr könnt also jemanden, der den Pokerus hat, sagen, yo, kannst du mir ein Pokémon mit Pokerus rüberschicken? Und ein einziges Pokémon reicht, damit ihr euren anderen Pokémon diesen Pokerus geben könnt, ja? Der Pokerus verbreitet sich, indem ihr das Pokémon mit dem Virus, in Anführungszeichen, in eurem Team habt und dann halt die Pokémon, die angesteckt werden sollen, ebenfalls im Team. Ja, wichtig ist dabei die Platzierung des Pokémons, was die anderen ansteckt. Das Pokerus-Pokémon sollte immer irgendwo mittig sein und die anliegenden beiden Pokémon kriegen dann als nächstes den Pokerus. Den verbreitet ihr ganz einfach, indem ihr in Kämpfe geht und flieht. Macht ihr 2-3 Mal und dann haben die anliegenden Pokémon ebenfalls den Pokerus. Und dann packt ihr dazwischen in eure Team-Preview nochmal Pokémon, die irgendwie den Pokerus noch nicht haben, den aber bekommen sollen. Macht dasselbe nochmal und irgendwann hat euer ganzes Team halt tatsächlich den Pokerus. So, Pokerus verdoppelt die EVs, die ihr am Ende eines Kampfes erhaltet. Ganz, 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 ganz wichtig. Heißt also, wenn ich zum Beispiel ein Micro besiege, was einen Initiativpunkt gibt und das Pokémon einen Pokerus hat, kriegt dieses Pokémon satte 2 EV-Punkte. Und zusätzlich kommen jetzt noch die Macht-Items. Wenn ich auch noch das Macht-Item für Initiative auf dem Pokémon drauf habe, kriege ich einen Punkt. Plus 8, ja, also 9. Und das Ganze dann mal 2. Also kriege ich durch ein einziges besiegtes Micro am Ende satte 18 EV-Punkte. Was relativ viel ist dafür, dass wir ein einziges Micro besiegen. So, heißt also aber im Endeffekt, Pokémon, die dann halt mit diesem optimalen Setup gefarmt werden, wie Micro zum Beispiel, müsst ihr am Ende 14 Stück von besiegen, damit ihr einen Set tatsächlich maxt. Das ist ein bisschen zäh und leider gibt es keine Möglichkeit, da irgendwie einen Zwischenstand rauf zu haben, bei wie vielen EV-Punkten ihr beispielsweise dann seid. Ihr müsst da am besten immer Liste führen, ja, manuell, damit ihr da irgendwie, gerade bei komplizierteren Splits, weil manchmal will man den Stat nicht maxen, sondern nur irgendwie auf 200 bringen und dann 52 auf den anderen Stat, gibt alles Mögliche, ja. Hängt immer drauf ab, die simpelste Variante ist einfach, ihr maximiert 2 Stats und gebt die restlichen Punkte dann irgendeinen anderen Stat. Aber manchmal gibt es kompliziertere Splits und da muss man dann halt, wenn es geht, immer aufschreiben und ein bisschen genauer planen, wie man die EV-Punkte verteilt. So, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, diese Methode ist zwar auch gut, aber Calcium ist besser, weil gechillter, da muss ich nicht immer hier Geldfarben etc. Ja, stimmt, aber bei der Methode müsst ihr auch bedenken, ihr encountert ja die Pokémon und besiegt die. Heißt also, ihr bekommt sogar nochmal irgendwie die Möglichkeit, dass irgendwann beim EV-Trainieren vielleicht sogar ein Shiny spawnt. Ja, also an sich eine ganz coole Möglichkeit. So, und jetzt kommt etwas, was Game-Breaking ist. Ich habe mir schon gedacht, dass das funktionieren muss. Ja, gerade nachdem ich Bekanntschaft mit dieser Giga-Raid-Funktion gemacht habe gestern. Und ich habe heute die Bestätigung von vielen Leuten bekommen, auch vielen anderen YouTubern. Es funktioniert tatsächlich. Und das finde ich Game-Breaking irgendwie, weil es so auf jeden Fall nicht geplant ist. Aber andererseits denke ich mir, well, EV-Trainieren dauert an sich deutlich länger als in Sun and Moon. Da gab es nämlich noch entspanntere Varianten. Also, warum nicht einfach mal diese Variante abusen? So, und das sind Pokéjobs. Pokéjobs funktionieren wie folgt. Ihr geht an euren PC und habt dann hier den Reiter Pokéjobs, alright? Und Pokéjobs sind in etwa das gleiche für die Leute, die es eventuell aus den vergangenen 2-3 Spielen kennen, wie die Schatzinsel zum Beispiel. Ihr habt eure Pokémon irgendwie auf diese Insel getan, in Sun and Moon, und dann haben die passiv EV-Punkte bekommen, ja? Passiv. So, und das sind halt dann zum Beispiel diese dauerhaften Stellen. Es gibt für jeden Stat eine dauerhafte Stelle, bis zu 24 Stunden. Jede volle Stunde, die ein Pokémon jetzt halt in diesem Seminar verbringt,
bekommt das Pokémon 4 EV-Punkte. Jede Stunde. Das ist an sich relativ wenig, aber ihr müsst halt bedenken, Modifier werden hier nochmal applied. Das heißt also auch das Macht-Item, wenn ein Pokémon das Macht-Item trägt oder ein Pokéruss hat, kriegt es am Ende tatsächlich dann nochmal diese ganzen Bonis. Jetzt kann man sich das errechnen, nach 24 Stunden ohne irgendwelche Bonuseffekte kriegt ein Pokémon 96 EV-Punkte. Mit dem Pokéruss ist es anscheinend so, dass es 128 bekommt nach einer vollen Stunde und wenn es dann noch ein Macht-Item trägt, ist es nach 24 Stunden, was die EV-Punkte angeht, komplett voll. Also richtig, richtig geil eigentlich. So. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, das könnte ich ja prima benutzen, wenn ich dann halt irgendwie mal Shiny hunte und nicht EV trainieren will, bla bla bla. Ja, ja, ihr könnt entweder 24 Stunden warten oder ihr benutzt jetzt eine Variante, die ich euch mehr oder weniger indirekt gestern vorgestellt habe. Dafür machen wir jetzt einfach mal einen Probelauf. Wir gehen halt ins KP-Seminar und keine Ahnung, welches Pokémon tun wir da rein? Irgendwas Unnötiges tun wir da einfach mal. Glurak rein. Ihr könnt bis zu 10 Pokémon ganz nebenbei reintun, ja? Wir nehmen mal Glurak, Megalon, Relaxo, Costoso und Elfun, also die komplette Reihe. Und wir tun die jetzt einfach mal rein. You know what? Wir tun einfach 10 Pokémon rein, okay? So, wir tun einfach bis zu 10 Pokémon rein. So, und diese Pokémon werden jetzt in das Seminar entsandt, ja? Ich will die, wenn es geht, den ganzen Tag drin haben. Ja, ihr könnt ganz auswählen, was das bedeutet. Ich habe hier sogar eine Liste gehabt. Ich muss da selber mal gucken. Extrem kurz bedeutet eine Stunde. Dann gibt es nochmal 2 Stunden für sehr kurz. Es gibt nochmal kurz für 3 Stunden. Es gibt nochmal lang für 4 Stunden. Es gibt sehr lange für 8 Stunden. Es gibt den halben Tag für 12 und natürlich den ganzen Tag für 24. So, wir wollen natürlich jetzt Maximum auf diesen Pokémon drauf haben. Die haben jetzt kein Pokéruss etc., aber wir kriegen das schon hin. Wartet's ab. Wir tun den jetzt den ganzen Tag hier rein. So. Jetzt müssen die theoretisch 24 Stunden hier drin bleiben und wir haben 24 Stunden theoretisch jetzt keinen Zugriff auf diese Pokémon. Das muss man auch gesagt haben. So, die kann man nicht irgendwie zurückholen, soweit ich weiß. Wenn ich mich nicht richtig... Also, wenn ich mich richtig erinnere. Anyways, so, jetzt wird es Zeit für den kleinen Exploit-Trick. Wir gehen also jetzt ins Brückental. Alright. Im Brückental snacken wir uns jetzt irgendeinen Raid, ja, der hier gerade ist. Und wir machen dieselbe Methode, wie wir sie gestern bei den Giga Dynamax Raids schon fast gemacht haben, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Ich persönlich finde zwar, dass das jetzt nicht die feine englische Art ist, aber gerade was EV-Punkte angeht und wenn ihr viele Pokémon züchtet, spart ihr dadurch halt wirklich enorm viel Zeit. Finde ich das an sich verkraftbar, aber muss sich halt letzten Endes jeder für sich entscheiden. Wir gehen jetzt ins Pokémon-Nest, ja, wir kriegen dadurch erstmal 2000 Watt, was auch nicht schlecht ist. So, wir gehen jetzt auf Mistspieler suchen und jetzt benutzen wir den Exploit von gestern. Dann gehen wir wieder in unser Menü, in unsere Systemeinstellungen, Konsole, Datum und Uhrzeit. Wir machen das automatische aus und wir skippen jetzt einen kompletten Tag nach vorne und bestätigen das Ganze. Jetzt gehen wir wieder zurück ins Spiel, brechen die Suche ab. So. Und jetzt ist der Brunnen resettet. Das heißt, wir kriegen wieder 200 Watt. So. Und das Praktische ist, wir haben jetzt einen kompletten Tag geskippt. Ja, es hat wunderbar funktioniert. Alright. Und wir können uns theoretisch nochmal einen anderen Brunnen suchen oder wir können nochmal den Wunschbrunnen-Trick machen und es sollte weiterhin funktionieren. Richtig. Wenn ihr es mit einem Wunschbrocken macht, geht es natürlich entspannter. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das ohne Wunschbrunnen, sondern halt relativ, in Anführungszeichen, legit. Und wir suchen jetzt einfach einen anderen Brunnen. Wobei, eigentlich müssen wir das gar nicht machen. Wir müssen jetzt eigentlich direkt ins Pokémon-Center. Aber wir haben jetzt sozusagen einen Tag geskippt. So. Wenn wir das mit der Wunschbrocken-Methode, wie gesagt, machen, können wir sogar mehrere Tage hintereinander skippen. Weil dieser Reset tatsächlich nur mit Wunschbrocken funktioniert. Ja, weil die Wunschbrocken sind, glaube ich, unendlich. Sonst, die werden nicht von diesem Tag-Reset, den wir jetzt dadurch eingeleitet haben, betroffen. So, wir gehen jetzt hier in die Pokéjobs und sehen... Ha! Neue Jobs sind dabei und ein KP-Seminar ist erledigt. Das heißt, wir holen jetzt einfach mal unsere Pokémon ab, die eigentlich 24 Stunden da drin hätten bleiben müssen. Ja. Und ja, sie haben ihr Seminar erfolgreich abgeschlossen und haben jetzt KP-DVs bekommen. Das werdet ihr jetzt sehen. Deine Pokémon sind vom Auftraggeber zurückgekehrt. Und jetzt müssen alle 96 EVs bekommen haben. Wenn wir es richtig gemacht haben. Auf KP. Und sie kriegen alle 96 EV auf AP. Und wenn ihr, wie gesagt, diese Methode halt bis zum Äußersten nutzt, mit Pokéruss, Macht-Item etc., kriegt ihr einen Stat innerhalb von einer Minute, 2 Minuten maximiert. Ja.
Und das ist ziemlich gut und es spart halt Zeit. Und ich finde, das hier ist im Gegensatz zur anderen Methode auf jeden Fall für mich vertretbar. Ich werde diese Methode fürs EV-Training auf jeden Fall benutzen, weil es sehr, sehr viel Zeit spart. Ich habe beim letzten Mal im Stream um 5 Pokémon zu maximieren von den Sets her, mit Methode 2, also dem manuellen Trainieren. Ich habe da ungelogen eine halbe Stunde bis eine Stunde dran gesetzt für 5 Pokémon. Mit der Methode kann ich 10 Pokémon innerhalb von kürzester Zeit, von 1-2 Minuten, bei einem Set maximieren. Ja, und das wiederhole ich dann nochmal und dann haben die die ganzen EV-Punkte auch so schon verteilt bekommen. Ja, das ist ziemlich gut. Jetzt muss man natürlich gucken bei dieser Methode, wie ist das, wenn ich einen Set nicht maximiert haben will, sondern irgendwie nur 200 drauf. Kein Problem, dann lässt er die einen halben Tag drin und dann sollte es auch funktionieren. Letzten Endes sei aber gesagt, diese Methode ist halt wirklich am effizientesten und diese kann ich euch wirklich nahelegen. Ihr macht das aber dann am besten mit einem Wunschbrunnen, mit einem Wunschbrocken, Verzeihung, weil der dann halt nicht despawned wird, sondern halt die ganze Zeit am Start ist und da bleibt. Ja, das waren EVs, Leute. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu EVs habt, kann ich euch nur nochmal meinen EV-Guide vom letzten Mal empfehlen. Ansonsten verlinke ich euch in die Beschreibung nochmal generellen PokeWiki-Artikel zu EVs und sowas, falls da nochmal irgendwas nicht klar sein sollte. Und dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen. Aber letzten Endes sind EV-Punkte sehr, sehr wichtig für Competitive Pokémon. Und ihr solltet auf jeden Fall immer EV-Punkte auf euren Pokémon verteilt haben. Anyways, das waren jetzt in 16 Minuten One-Taker. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ja, falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare, ansonsten in den Stream. Und gerne dann halt im Stream direkt an mich richten. Wäre natürlich auch immer appreciated. Und ich bin immer da, wenn irgendwas sein sollte. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial wieder. Leute, haut rein, macht's gut, passt auf euch auf. Und ciao, euer Rigi.